Herzlich willkommen bei der LOC. Wir sind Oberösterreichs erstes Brettsperrholzwerk, sind 2022 in Betrieb gegangen. Mein Name ist Dietmar Rummel, ich bin der Betriebsleiter da am Standort. Wir produzieren in unserem Werk Brettsperrholzplatten. Brettsperrholz wird aus Fichte oder Tanne produziert. Die Platten haben maximale Maße von 16 Meter in der Länge, 3,5 Meter in der Breite. Stärken sind von 60 mm bis zu 360 mm. Ja, die LOC legt Wert auf Nachhaltigkeit. Wir wollen regionales Holz verarbeiten. Wir wollen das regional da produzieren und auch letztendlich in unserer Region, das ist im Wesentlichen der Dachraum, verbauen. Wir haben einen wesentlichen Beitrag zu leisten, um die CO2-Bilanz in der Bauindustrie zu verbessern. Wir können mit unseren Platten mehrgeschossige Wohnbauten machen. Die haben statisch tatsächlich die Eigenschaften, dass wir auch die Lasten entsprechend abtragen können. Also aktuell planen wir eine Jahresmenge von bis zu 50.000 Kubikmeter. Das entspricht in etwa 800 bis 900 Einfamilienhäusern, wenn man den Vergleich anstellen möchte. Bei der Produktion unserer Produkte fallen an vielen Stellen Späne, Schleifstäube, Kappstücke, Hobelspäne und dergleichen an. Diese werden an den entsprechenden Stellen abgesaugt und direkt in die Schredder von der Firma Unter zugeführt. Dort werden diese Späne oder Kappstücke zerkleinert und wiederum über eine Absaugung, über einen Filter, wahlweise in den Silo gespeichert. Wir können es in Container abfüllen und vermarkten oder als dritte Option in unserer eigenen Heizanlage mit 4 Megawatt direkt verfeuern. Wir haben uns die namhaften Schredderhersteller oder Zerkleinerungsmaschinenhersteller gesucht und daraus ist dann Unter als klarer Bestbieter hervorgegangen. Die Maschinen müssen rund um die Uhr laufen, ich sage aber, es ist die wichtigste Nebensache der Welt. An und für sich ist es ein Restprodukt, das anfällt bei der Herstellung unserer Produkte, aber tatsächlich ist es so, dass wir nicht produzieren können, wenn wir nicht entsprechend die Reste, die anfallen, einer Entsorgung zuführen. Ja, eine Maschine ist dann gut, wenn man wenig hört. Von unten hört man absolut gar nichts und insofern ist es die beste Zufriedenheit, die es geben kann. Die Maschinen laufen im Wesentlichen rund um die Uhr. Ohne Probleme und genau so muss das auch sein. Unter kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Die technische Abwicklung klappt, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt perfekt. Für uns ist auch nochmal das Thema der Regionalität wichtig gewesen, einen österreichischen Anbieter zu haben. Also kann ich nur uneingeschränkt empfehlen.